Heute habe ich mir mal Gedanken gemacht über unsere Stärken und ob unsere Stärken auch unsere Schwächen sein können. Ich bin sicher, auch du hast dir in deinem Leben Stärken angeeignet, die dich immer wieder weitergebracht haben. Zum Beispiel gibt es Leute, die sind sehr angepasst. Die haben als Kinder nicht rebelliert, sondern sie sind in schwierigen Umständen groß geworden und waren von daher gezwungen, sich anzupassen. Diese Anpassungsfähigkeit, die wurde dann später zu einer Stärke dieses Menschen. Es ist eine Strategie, könnte man sagen, sogar, wie man überlebt hat. Andere wurden sehr aufmerksam und haben alle Wünsche der anderen sofort von den Augen abgelesen. Auch das ist eine Strategie, die man erlernen kann und nachher im Leben integrieren kann, so dass man gut durch seine Kindheit kommt und so dass man dann auch gut erwachsen werden kann. Häufig sind das Strategien wie: Ich bin zurückhaltend, es geht nicht um mich, ich nehme mich zurück, ich schaue, dass den anderen gut geht, ich passe mich an, ich ecke nicht an. Das sind alles erlernte Strategien. Es mag sein, dass sie dir früher sehr, sehr stark geholfen haben, aber genau diese Stärken können später auch zu Schwächen werden. Du kannst dir vorstellen, wie eine Krücke, die dich während der Zeit der Hilflosigkeit oder der Unsicherung getragen hat, aber jetzt, wo du erwachsen bist und deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, hast du diese Krücken noch an der Hand, aber eigentlich passen sie gar nicht mehr. Um wirklich authentisch zu leben, ist es gut, mal zu schauen, wo im Leben du diese Krücken ablegen kannst. Das meine ich, wenn ich frage, eine Stärke von dir, kann das auch eine Schwäche sein? Es spricht nichts dagegen, sehr anpassungsfähig zu sein. Nur wenn man sich dann selber verliert, weil man sich gar nicht mehr traut, seine eigene Meinung zu sagen, obwohl man ja jetzt eigentlich gefragt wird und sagt, ja nein, mir ist egal, entscheide du, wenn das immer so ist, dann ist das ein Indiz dafür, dass deine Stärke, die Anpassungsfähigkeit, auch zur Krücke geworden ist. Ein anderes Beispiel: Wenn du zum Beispiel jemand bist, der sehr auf andere achtet, der die Bedürfnisse der anderen sehr schnell erfassen kann und die auch umsetzt, dann kann es sein, dass du irgendwann merkst, hey, und ich weiß gar nicht mehr, was meine Bedürfnisse sind. Ich habe mich total verloren im Außen, ich habe mich total verloren in den Wünschen der anderen Menschen. Ich weiß gar nicht mal, was ich eigentlich will. Und dann ist auch deine Stärke ein Stück weit zur Krücke geworden. In dem Fall ist es gut, sich darauf zu besinnen, dass man kein kleines Kind mehr ist, dass man nicht mehr abhängig ist von jemandem, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat, sondern dass es jetzt an der Zeit ist, deine eigenen Wahrheiten zu finden, deine Wege zu gehen. Natürlich kann man immer noch kulant und anpassungsfähig sein. Man kann auch noch sich wirklich kümmern um andere, aber nicht aus einem Automatismus heraus, weil der wird kein gutes Gefühl bei dir hinterlassen, sondern dann, wenn du es willst. Und so lange, wie du es willst und auf die Art, wie du es willst. Dann trägt es deine Kraft und dann ist es wirkungsvoll. Das wollte ich dir heute mitgeben. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis bald, dein Anjali. Tschüss. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch meinen Kanal Anjali TV, indem du hier auf diesen Knopf drückst. Das ist gratis, kostenlos und auf diese Weise bleiben wir verbunden und ich kann dich weiterhin ein Stück weit mit meinen Videos inspirieren und begleiten. Nochmal alles Liebe, deine Anjali. Tschüss.